So, dann reiße ich das mal weg und das. Und mache hier wieder dicht. So. Sehr gut. Und jetzt kann ich nämlich hier auch aussortieren. Moment. Holz wieder rein. Sortlingskerne. Ordentlich her damit. So, warte mal. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Und die bringe ich hoch. Da muss ich jetzt leider durch. Wir müssen da jetzt leider durch, aber so sei es. So, und hier bin ich mir ziemlich sicher, hatten wir, glaube ich, auch schon eine Kiste gebaut, oder? Ich schlepp's einfach mal nach hier hinten. Da, ja. Oh ja. Sogar schon zwei gebaut. Oh Mann, die passen gar nicht alle rein. Das heißt, wir müssen eine neue Kiste bauen. Gott sei Dank habe ich hier alles vorbereitet. Waren es 20 und 2? Ich habe gar keine Ahnung mehr. So viel zu lange her. Halt, nee, Möbel. 10 und 2. So, gut. Und dann machen wir hier oben. Ach ja, auch nö. Kann ich hier bitte? Bitte, bitte? Oh, so kann ich es nicht abschätzen. Oh nein, ich habe keinen Bock, eine Treppe zu holen. Ich probiere mal. Close enough. Rein damit. Hab ja gesagt, ne, hier kann ruhig ein bisschen ungerade sein. Ne? Die Kiste hier ragt zum Beispiel ein bisschen weiter vor. Finde ich aber irgendwie cool. Also, ist schon okay so. Und der ist zum Beispiel jetzt ein bisschen zu weit nach rechts. Ist völlig egal. Also, wir gehen wieder zurück. Sehr gut. Und dann haben wir hier jetzt nämlich ordentlich Platz, um auch andere Feuersachen reinzumachen. Zum Beispiel dachte ich mir dieses hier. Und auch Schwefel, riecht nach faulen Eiern, passt ja auch zu Feuer. Und theoretisch sogar das. Es kann immer noch brennen. Ne? Rein damit. Das hier hin und das dorthin. Und was haben wir hier noch so? Wir haben den Stein, wir haben das Holz. Hm. Topfscherbe, oh. Ja, Möbel? Ja, ne? Keramik. Eigentlich ja so ein Keramikfach, ne? Wo wir auch die umgewandelte Keramik reinmachen können. Und auch das Holz. Oh, shit, ey. Es gibt jetzt eine neue Holzsorte. Und eine neue Steinsorte. Ich habe überlegt, schwarzer Marmor einfach zu Marmor zu ändern. Und dann machen wir da sowohl den schwarzen als auch den weißen rein. Aber ich mache die Topfscherbe und ich glaube, die Topfscherbe wie hier diese Keramikplatten mache ich hier bei Möbel rein. Oder? So und so. Ein Plan. Passt am besten. Und was haben wir hier sonst noch? Die neuen Pilze. Das wird auch friemelig, weil wir haben schon viel Scheiße. Nein! Kräuter. Da kann ich... warte, so mache ich das. Die Kräuter sortiere ich auch um. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Ich packe das hier nochmal rein. Und ich nehme mir ordentlich was davon mit. Diese hier müssen ebenfalls noch irgendwie einsortiert werden. Ach, das wollte ich nicht. Ich wollte es andersrum machen. Ich mache mal so. Und packe die alle... Oh! Ups. So viel zu dem Thema. So. Zack, 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 zack. Das Food. Und dann haben wir mehr als genug Platz nämlich. Dann kann ich nämlich mal sagen, hier die Kräuters. Da gib mir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, das ist zu viel. So viel müssen wir nicht mitnehmen. Wieder rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 und den lassen wir hier drin. So. Und das gleiche hier mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das bringe ich nach oben. Dann haben wir hier nämlich bei Kräuter ein neues Fach. Und da packe ich den Straußenfarn hinein. So. Sehr gut. Hätten wir das auch. Und das letzte wäre jetzt natürlich, sind natürlich die Pilze, ne? Das ist richtig gemein. Hm.
Tja. da bin ich echt gerade überfragt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mache ich mal. Und ich mache mal die erstmal hier hin. Ist doof gelöst, aber ich mache es jetzt erstmal so. Und den Rest bringe ich schon mal hoch. Und schmeiß es hier hinten rein. Ach, da brauchen wir bestimmt auch wieder neue Kisten, ne? Nee. Zack. Und Kräuter sind direkt daneben. Oh. Da mache ich erstmal... Warte mal, nee, die nehme ich raus. Stapel platzieren. Und ich baue eine neue Kiste. Und damit wir nicht das gleiche Debakel wie eben gerade haben, nehme ich diesmal auch eine Leiter mit. So. Und so. Und... Ach, ich habe gar keinen Hammer. Ich Idiot, nein! Ja, den sollte ich natürlich mitnehmen. Sonst wird es schwierig. So, jetzt aber. Eins. Trap. Und hier drauf. So. Ach, hätte ich gar nicht bauen müssen. Ich bin so ein Narr. Weil das ist ja nur die oberste Etage. Da hätte ich das auch so machen können. Na, egal. So. Zack. Und... rein damit. Und dann haben wir den hier. Machen den wieder weg. Und haben auch das einsortiert. Sehr gut. Hervorragend. Und dann haben wir hier alles aussortiert. Fehlen jetzt nur noch die neuen Holz- und Steinsorten, ne? Ja, hier würde ich zum Beispiel echt sagen, oh, Alter, das müssen wir auch alles hochbringen. Nein! Hier, warte, warte. Nein! Bitte nicht! Okay, warte. Oh. Ja, das Holz hätte ich zurückpacken können. Egal. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, doch, ich nehme das so hoch. Wenn wir schwarzen Marmor brauchen, haben wir immer noch mehr als genug auf Halde, ne? Aber dann haben wir auch schon mal da den... Stopp! Ich glaube, ich habe hier so viel, dass es auch hier was hochkommt. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Und wir werden wahrscheinlich sehr bald dann auch wieder neuen hochbringen müssen. Aber so sei es. Let's go. Let's go. Und also übelst langsam. Hervorragend. Halt. Ich kann direkt Kisten mitnehmen. Und zwar ordentlich. Ich mach mal... Ich nehme Fuffi-Stack mit. Und hiervon 10. Ich glaube nicht, dass wir so viel brauchen. Ich nehme es trotzdem mit. So. Und außerdem brauchen wir neue Schilder. Deswegen habe ich auch die Kohle hier oben. Und wir sind erschöpft. Gut. Habe ich aber schon fast mit gerechnet. So. Hatten wir den? Hier hatte ich ja schon eine Kiste mit schwarzem Marmor. Sehr gut. Warte mal. Wenn das so ist, dann reicht es ja vollkommen aus. Warte mal. Wie gefüllt ist die eigentlich? Ja, doch schon sehr voll. Das heißt, wir müssen sowieso eine neue platzieren. Dann mache ich das mal. Halt. So rum. Und die können direkt daneben Grausten machen, ne? Ja, mache ich auch. Schild. Oh, warte mal, wenn ich so mache. Nee, übernimmt nicht die Schrift, ne? Und außerdem sollte ich die Kiste zuerst bauen. Und dann das Schild davor. So. Und als Text nehme ich mal... Ist eigentlich völlig egal, glaube ich. Ich mache mal das. Einfügen und... Grausten. So. Huch! Oh. Nee. Ach so. Stopp. Da nehme ich doch die. Grausten. Ja, ist okay. Und dann sortiere ich das alles ein. Hör damit. So. Dann hier rein. Da einen und Stapel platzieren. Und Grausten hier Stapel platzieren. Und dann den Stuff hier wieder reingeschmissen. So. Sehr gut. Hervorragend. Haben wir das schon mal alles einsortiert? Ist immer noch die Frage... Oh, der ist ein bisschen schief, ne? Egal. Ist natürlich jetzt echt die Frage, wie wir das mit dem Holz machen.
Und außerdem muss ich hier noch das alles rausnehmen. So. Und hier reinschmeißen. Ich mach mal... Ja, wenn ich... Ich weiß jetzt nicht, wie ich das am klügsten machen soll. Ich mache einfach so, komm. Und dann mache ich manuell. Neuer. So, und so. Ne? Und dann haben wir eine Marmorkiste. Und das heißt jetzt schwarzer Marmor. Das müssen wir natürlich ebenfalls ändern. Also da habe ich echt gar keinen Bock drauf, dieses Ändern der Texte. Das ist echt sehr, sehr nervig. Wir können die nehmen, ne? Dann mache ich das auch. Und ich brauche ein bisschen Holz. So. So. Und so. Und hier dran. Perfekt. Und dann nehme ich von Felle. Das war gar nicht schlecht. Und füge es hier ein. Schwarzer Marmor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zwischen 5 und 6 ist die Mitte. Das heißt 11, ne? 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, weil Felle 5 Buchstaben hat. Mal more. Ja, hat geklappt. Sehr gut. Ja, ne? Oh, Kernholz ist jetzt... irgendwie... schief. Warte mal. Ich probiere das mal kurz mit dem gleichen nochmal zu fixen. So. Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5. Und Kern Holz. Oh. Nein! Ich erinnere mich wieder, warum ich es nicht gemacht habe. Ah, ich hätte es kopieren sollen. Gut, wir können es nochmal machen. Size gleich 6 mache ich mal und guck mal, wie groß Kernholz ist. Kann ich nicht sehen, was dahinter ist. Ja, da mache ich mal slash n, slash n, slash n, slash n. Ach, außerdem ist die Schrift jetzt schwarz, ne? Och nö. Okay, warte mal kurz. Ich hole mir kurz meine Sachen wieder raus. Das kommt hier hin. So. Ich kann auch einfach alles nehmen, ne? Danke, dass du es nicht richtig einsortiert hast, aber ich glaube, das war auch mein eigener Fehler. So. Das mache ich, damit wir das Licht haben, damit ich besser erkennen kann, was hier abgeht. Und außerdem gehen wir kurz nach unten und holen uns ein Stück Kohle, um es ein bisschen einfacher zu haben, diesen Text zu gestalten. So. Und zwar, wenn ich sage, wir bauen hier ein Schild hin. Und ich mache mal Size gleich 6. Kern. Oh. Kern. Holz. Nein! Ja, dann probiere ich es nochmal. Size gleich 5. Kernholz. Das geht. Und wenn ich jetzt sogar sage. Warte mal. Size gleich 5.5. Kernholz. Geht das auch noch? 5.5 ist die richtige Size. Wir sind die ganze Zeit verzweifelt. Okay. Gut. Also hier. Weg damit. Size gleich 5.5. Zack. Dann Hashtag FFF, damit es weiß ist. Zack. Kern. Holz und dann slash n, slash n, slash n, 2, 3, 4, 5, 6 mache ich mal, höher,
Noch höher. Noch viel höher. So, ich guck mal. Ein noch, ne? Ein noch. Slash N. Ja. Ja, so lasse ich das. Ja, so lasse ich das. Weil es war, glaube ich, davor ein zu hoch. Und da habe ich gesagt, das ist ungerade. Dann soll es so aussehen. Von mir aus. Das weg. Das weg. Und hier hingebaut. So. Ne? Und die letzte Frage ist immer noch mit dem Holz. Scheiße. Weil wir haben hier zum Beispiel auch Sumpfholz. Ja, eine neue Kiste. Oder wie jetzt? Und genauso unsortiert sind immer noch die hier. Die Giftbären. Ich packe diese Sachen. Das Ascheholz und die Giftbären. Tatsächlich mal hier rein. Giftbären! Gift! Na klar! So können wir uns doch zu helfen wissen. Hier rein. Sehr gut. Problem gelöst. Ja, und Ascheholz weiß ich nicht. Das ist dann das Letzte, was noch übrig ist. Das packe ich erstmal hier rein. So. Und dann wollte ich außerdem hier oben natürlich die Dinger wieder zubauen. So wie es sich gehört. Und zack. Und so. Und hier noch einen. Sehr gut. Das sieht wieder aus wie vorher. Und unten ist bestimmt auch noch Stuff, ne? Der ist bestimmt runtergefallen. Hier. Sehr gut. Das schmeiße ich dann mal alles wieder hier rein. Beziehungsweise nicht die Waren, sondern die Kohle. Geh nach oben, hole ordentlich Holz und bring das zu unserem Feuerholz. Zu unserer Feuerholzkiste, so viel wie geht. Überladen. So geht noch. Ja, ich glaube, das passt auch. Und eventuell liegt sogar noch da oben Holz im Portalraum. Das glaube ich auch, weil das nach oben gerollt ist, ne? Also nach oben geglitscht. Irgendwo hier. Ja, hier doch. Sag ich doch. Hier auch. Ach, weil ich überladen bin, kann ich es nicht aufheben. Verdammt. Jetzt habe ich es aufgehoben, ne? Hier ist noch was. So. Glitzert's noch? Nee. Ja, und da, wenn ich das Holz jetzt aufnehme, bin ich leider überladen. Dann muss ich mich mal kurz hochschleppen. Einfach wegen... Hier komm, Alter, vier Holz. So. Problem gelöst. Und außerdem müssen wir pennen gehen. Und zwar dringend, denn es ist gerade wieder dunkel geworden. Beziehungsweise schon längst. Right damit. Und gute Nacht. Guten Morgen. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal nach unten. Und ich würde ganz gerne mal sehen, ob eventuell jetzt schon genug Zeit vergangen ist. Ich glaube aber nicht. Aber trotzdem will ich sehen, ob unsere Weinreben jetzt mittlerweile gewachsen sind. Das würde mich brennend interessieren. Also, mal hinein. So, hier sind wir. Sind alle gesund. Oh, benötigt mehr Platz zum Wachsen. Die ist aber gewachsen. Ah, weil auf der Gegenseite eine ist, kann das sein? Ja, so kann ich das nämlich nicht machen. Aber das hatte ich nämlich gedacht. Wenn die jetzt gewachsen ist, dass sie sozusagen nicht mehr als die eine Pflanze zählt. Ja doch, aber es nimmt an. Es nimmt Gestalt an. Und wenn das so wächst, wächst es ja auch nach da. Ne? Das haben wir hier gesehen. Bei der hier. Ah, hier sind wieder Trauben. Her damit. Ja, ja. Mal gucken. Ich beobachte das mal weiter. Aber natürlich, ne? Die brauchen mehr Platz zu wachsen. Damit hätte ich eigentlich rechnen können. Hätte ich auch mal direkt gucken sollen. Aber was soll's. Ja gut, das wollte ich nur nachsehen. Dann beobachten wir das mal weiter und scheinbar müssen wir das ja auch nochmal irgendwie umbauen. Aber bin ich auch... Oh, ich hoffe, mein Mikro war jetzt nicht die ganze Zeit komisch. Mein Sound, mein Mikro stand gerade komisch. Das müssen wir sowieso nochmal umbauen. Ich weiß noch nicht genau wie, aber das war ja auch nur ein kleines Experiment. Wir haben ja noch mehr als genug Samen, ne? Und wie es aussieht, kriegen wir... Ne, wir kriegen bei der Ernte keine neuen Samen raus. Kriegen wir nur, wenn wir den Ashlands ernten, Samen raus...
Oder ist es einfach Zufall, dass wir manchmal, wenn wir hier ernten, kommen manchmal Samen und manchmal nicht? Ich tippe ja auf Letzteres. Weil sonst wäre es ja unfair. Dann würden wir nie Samen bekommen, ne? Oder? Kein Plan. So, und dann gehen wir außerdem nochmal kurz in die Nebellande Harz holen. Hervorragend. Ist sogar wieder voll. Und die Wurzeln sind nicht aufgebraucht. Das ist hervorragend. Her damit. Volle 30 Stück. Perfekt. Und wieder zurück. So, perfekt. Oh, hat genau angefangen zu regnen, wo wir gerade wieder da sind. Sind trotzdem durchnässt, aber ich trockne mal kurz. Zack, getrocknet. So, und dann würde ich sagen, wir packen die Berries mal in die Berry Chest. So. Und Magie in die Magiekiste. sehr gut. Wir haben schon die ganze Reihe voll und hier auch ordentlich vorbereitet. Aber das hier würde ich ungern hier rein umwandeln, weil das brauchen wir ja auch zum Kochen, ne? Für das hier und auch für das neue Magiefood. Das dürfen wir nicht vergessen. So, dann nehme ich hier nochmal ein bisschen Holz raus. So, stopp. Weil unten die Kiste wollte ich nochmal auffüllen. Die Feuerholzkiste, die dürfen wir nicht vergessen. Dafür habe ich sie... Oh! Hä? Ich habe nichts gesagt. Scheinbar habe ich da schon mitgedacht. Gut, dann gehe ich nochmal hier hin. Und ja, ich mache einfach so viel, bis wir nicht mehr überladen sind. Ja, komm, das passt schon. Weil die Fuhre würde ich dann auch nochmal nach oben bringen. Denn, wie ich gerade schon meinte, ist ja doch der Verbrauch oben bei unserer Feuerholzkiste exorbitant. So, Food. Und dann in die Kiste geworfen. Ja, sehr gut. Waren wir heute mal ein bisschen... Oh. Gut. So viel zu dem Thema. Waren wir heute mal ein bisschen tatsächlich nur in und um unser Lager beschäftigt und tatsächlich mal nicht in den Ashlands, weil ich tatsächlich heute auch nicht so viel Zeit habe. Ich will aber natürlich trotzdem, dass das hier alles weiterläuft, ne? Und dennoch bin ich sehr gespannt, was ihr zu sagen habt, auch zu unserer Weinreben-Sache da, zu unserem Anbau, zu unserem Weinberg und wie wir das ausbauen können. Da bin ich sehr gespannt. Und außerdem will ich unbedingt wieder in die Ashlands, damit wir endlich das neue Erz kriegen. Es nervt! Weil wir sind ja, wir haben ja übel Unglück mit unseren Inseln, ne? Aber das kriegen wir schon hin. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Lasst gerne ein Abo da und ein Like und gerne einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Das wäre super nett. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.